Seit Jahrzehnten beobachten wir Objekte am Himmel, die den Gesetzen der Physik zu trotzen scheinen. Sogar Barack Obama und das Pentagon haben zuletzt bestätigt, dass es diese Objekte gibt und wir uns nicht erklären können, wie sie angetrieben werden. Was den wenigsten von euch bewusst sein dürfte, Deutschland spielt eine führende Rolle in der UFO-Forschung und könnte auch eine führende Rolle spielen bei der Entwicklung eines Gravitationsantriebes. Denn unter anderem dank Burkhard Heym wissen wir eigentlich eine ganze Menge über die zugrunde liegenden physikalischen Ansätze. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heym in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Burkhard Heym war von Kind auf ein Raumfahrtenthusiast und baute schon mit 12 Jahren seine eigene Rakete. In seiner Jugend und auch nach seinem Unfall machte er sich viele Gedanken darüber, wie eine Rakete und ein Raumschiff angetrieben werden könnte. Er kam zu dem Schluss schließlich, dass die Menschheit weder mit chemischen noch nuklear angetriebenen Flugkörpern jemals in der Lage sein würde, den Weltraum ernsthaft zu bereisen und zu erforschen. Er hat sich deshalb gesagt, es muss ein ganz neues Antriebssystem her, eines, das auf der Manipulation der Gravitation selber basiert. Diese Überlegungen standen ganz am Anfang seines Lebenswerkes in den 1950er Jahren. Man könnte so weit gehen zu sagen, sie waren der Antrieb für alles, was danach folgte. Heym erregte 1952 mit einem Vortrag in Stuttgart Aufsehen, in dem er sein Konzept dieses Feldantriebes vorstellte. Zwar hat den Vortrag eigentlich niemand verstanden und seine Professoren, darunter Werner Heisenberg, haben es ihm sehr übel genommen, dass er sich öffentlich zu solchen unseriösen Dingen wie Raumfahrt überhaupt äußert. Wohlgemerkt, in den 1950er Jahren war es in der deutschen akademischen Welt verpönt, sich mit dem Thema Raumfahrt auch nur zu befassen, selbst mit ganz konventionellen Raketen. Das galt als unseriös. Das Thema UFOs wurde damals überhaupt nicht diskutiert. Einer der ganz wenigen, die sich in Deutschland damals schon dafür interessierten, war ein gewisser Illo Brandt von Ludwiger. Über dieses Thema kamen Heym und er, also von Ludwiger, auch schließlich zusammen. Zwar hat sich Heym zeit seines Lebens nie öffentlich über das Thema UFOs geäußert. Er hatte wie so viele Wissenschaftler Angst, dass er dadurch in eine unseriöse Schmuddelecke gestellt werden würde. Aber er hielt regen Kontakt zum Verein, zum privaten UFO-Forschungsverein MUFON-CES und hielt dort einige Male auch Vorträge. Das Presseecho auf seine Vorträge in den 50er Jahren war jedenfalls gewaltig. Und die zahlreichen Illustrationen, die damals gezeichnet wurden und sogar Modelle, die gebaut wurden, um das Ganze anschaulich zu machen, die wirken fast schon wie eine Blaupause für manche von den Objekten, die UFO-Zeugen in ihren Sichtungen berichten. Aber wovon reden wir hier eigentlich konkret? Mitglieder des privaten UFO-Forschungsvereins IGAAP, Interdisziplinäre Gesellschaft zur Analyse anomaler Phänomene, ein Spin-off oder Nachfolger von MUFON-CES, haben in akribischer Arbeit über 2000 UFO-Fälle zusammengetragen, in denen die Zeugen Effekte berichtet haben, die sich mit der herkömmlichen Physik nicht erklären lassen. Hier kurz die wichtigsten Fakten zu diesen physikalischen Phänomenen und zu den Flugeigenschaften dieser Flugobjekte, die bis heute Militär- und Zivilpiloten in ehrfürchtiges Staunen versetzen und die ihrer eigenen Einschätzung nach allwissenden öffentlich-rechtlichen Fernsehprofessoren und Wissenschaftsjournalisten zunehmend in Verlegenheit. Punkt 1. UFOs können ohne weitere Mühe auf der Stelle schweben. Zweitens. UFOs können mit irren Beschleunigungen manövrieren. Dazu zählt so etwas wie mit 10.000 km/h um die Ecke fliegen oder einfach aus dem Stand heraus auf irre Geschwindigkeiten beschleunigen. Man hat ausgerechnet aus Radaraufzeichnungen dieser Objekte, dass dabei Beschleunigungen in der Größenordnung von mehreren 1000 G auftreten müssen. Zum Vergleich, ein junger, gesunder Kampfpilot überlebt für kurze Zeit 8 bis 9 G und ein Eurofighter zerbricht bei 20 G. Drittens. Bei keiner dieser Beobachtungen wurde jemals ein Überschallknall berichtet. Tatsächlich ist Geräuschlosigkeit eine der hervorzuhebenden Flugeigenschaften von diesem Flugobjekt, von unbekannten Flugobjekten. Allenfalls wird mal von einem leisen oder auch durchdringenden Brummen oder Sirren berichtet. Viertens. Daraus kann man schon folgern, dass das Antriebsprinzip offensichtlich nicht auf dem Rückstoßprinzip basiert. Weder erscheint das logisch, wenn man sich die häufig sehr symmetrische Form der Objekte vor Augen führt, noch haben Zeugen jemals
von Austrittsöffnungen, Düsen oder dergleichen berichtet, aus denen Masse ausgestoßen werden könnte. In dem Zusammenhang sei auch nochmal verwiesen auf die mittlerweile sehr bekannten Aufnahmen der sogenannten Tic-Tac-UFOs, die Infrarotaufnahmen, die Infrarotdaten beinhalten von amerikanischen Militärjets. Fünftens, UFOs sind häufig von einem Lichtschein umgeben, so als würde die Luft leuchten. Das könnte, könnte auf Ionisationsanregung der Luft basieren, wobei nicht klar ist, aus welcher Energiequelle diese Ionisationsenergie stammt. Sechstens, Zeugen berichten von Kälte in der Umgebung der Objekte. Und siebtens, mitunter erlitten Zeugen oder auch Vegetation Strahlungsverbrennungen sowie von Mikrowellenstrahlung. Und das ist nur der Einstieg. Aber daraus wird schon klar, mit der herkömmlichen Physik kommen wir hier überhaupt nicht weiter. Nun, was bietet Burkhard Heim uns an? Es hat viele Versuche gegeben, den Elektromagnetismus, der durch das Quantenprinzip beschrieben wird, mit der Gravitation zu vereinigen, die durch die allgemeine Relativitätstheorie beschrieben wird. Zu erwähnen wären die Theorien der Supergravitation und diverse Varianten von Stringtheorien. Keine davon hatte jemals Erfolg bis heute und keine davon sagt auch nur im Entferntesten Effekte voraus, wie die, die wir in der Umgebung dieser UFOs beobachten und mit denen wir konfrontiert werden. Burkhard Heim sagte nun gleich zwei Wechselwirkungen voraus. Erstens, elektromagnetische Strahlung kann in Gravitation umgewandelt werden, wenn ihr Feldvektor in eine doppelte Rotation versetzt wird. Etwas, das in der Natur so offensichtlich nicht vorkommt. Obwohl Anomalien an speziellen Kristallen darauf hindeuten könnten oder durch diesen Effekt erklärt werden könnten unter Umständen. Heim nannte das den kontrabarischen Effekt. Kontrabarisch bedeutet gegen die Schwere gerichtet. Es handelt sich aber nicht, das möchte ich unterstreichen, um Antigravitation, es handelt sich einfach um Gravitation. Gravitation hat keine zwei Pole, so wie die elektrische Ladung. Sie hat nur einen Pol und das ist ein Gravitationsfeld, das erzeugt wird. Heim versuchte, diesen Effekt in seinem Labor nachzuweisen. Es ist ihm nicht gelungen, allerdings muss man ihm zugutehalten, dass seine Messapparaturen einfach zu ungenau waren. Er selbst konnte nichts bauen, er hatte ja keine Hände, er hatte ein Budget für einen einzigen Mitarbeiter und die meisten der handwerklichen Tätigkeiten haben sein Vater und seine Ehefrau durchgeführt. Und dann blieb nicht mehr viel Geld über für aufwendige Messapparaturen. Auf jeden Fall wäre es wert, es mit heutigen Fertigungstechniken und einem anständigen Budget und Ausstattung noch einmal zu versuchen. Der zweite Umwandlungseffekt ist aus der Astronomie als der Blackett-Effekt bekannt. Demnach besitzen rotierende, elektrisch neutrale Körper, auch Himmelskörper, ein Magnetfeld, das durch die Rotation hervorgerufen wird. Der britische Physiker und Nobelpreisträger Patrick Blackett schlug diesen Effekt 1947 vor, also diesen Zusammenhang. Er konnte ihn aber nicht theoretisch begründen. Heim jedoch ist das gelungen. Aus den Gleichungen lässt sich ein zweiter Versuchsaufbau ableiten, der jedoch aus Kostengründen bis heute nicht umgesetzt werden konnte. Wir reden von einem Finanzierungsbudget von mindestens 2 Millionen Euro, von sehr empfindlichem Messequipment, Squid-Magnetometer und entsprechend geschultem Fachpersonal, das die Geräte bedienen kann und die Messergebnisse richtig deuten. Da nun die Existenz und auch die Flugeigenschaften von sogenannten UFOs mittlerweile von höchsten Stellen bestätigt wurden, ist es eigentlich ganz egal, ob das nun Außerirdische sind oder doch die Russen, die das Ganze vielleicht 70 Jahre lang geheim gehalten haben. Wer sich heute noch ins Fernsehen oder auch hier auf YouTube stellt und sagt, das gibt es ja alles nicht, das ist doch Quatsch, der gehört eigentlich schallend ausgelacht, weil der tut nichts anderes, als aktiv, als dafür zu plädieren, eine bahnbrechende technische Neuerung aktiv zu verschlafen. Etwas, das in Deutschland leider ein bisschen Tradition hat. Wenn ihr so eine Art von Projekt also unterstützen möchtet, neben den erwähnten Geldmitteln, braucht es vor allem die Unterstützung einer renommierten Forschungsgesellschaft, also DFG, Max Planck, Fraunhofer und Akzeptanz in deren Chefetagen, für die ihr euch stark machen könnt. Es bringt gar nichts, so etwas im stillen Kämmerlein zu versuchen. Dafür kriegt man weder die personellen Ressourcen, noch würde das jemals beachtet. Der erste Schritt dahin ist, abonniert den Kanal, dass ihr up-to-date bleibt über die neuesten Entwicklungen. Beteiligt euch an den Diskussionen in den Kommentaren und leitet das Video weiter an alle Stellen, die das interessieren könnte. Tragt dazu bei, dass Burkhard Heim und seine Arbeiten aus der Versenkung geholt werden und breit diskutiert werden.
Vor allem muss auch das Thema UFOs endlich ernsthaft in Deutschland, auch in Deutschland, diskutiert werden. Die notorischen Skeptiker stehen mittlerweile mit dem Rücken zur Wand. Ich finde, es ist Zeit, in die Offensive zu gehen. Später konnte Burkhard Heim übrigens zeigen, durch seine Strukturtheorie, dass das von dieser Art Antrieb erzeugte Gravitationsfeld seinen eigenen Trägheitsvektor mitbringt. Und innerhalb dieses Gravitationsfeldes die Trägheit des äußeren Universums überhaupt keinen Einfluss hat. Und deshalb können diese Objekte mit 10.000 km/h um die Ecke fliegen, während man im Inneren in aller Ruhe seinen Kaffee trinken kann. Natürlich liegt noch ein weiter Weg vor uns, bis wir in der Lage sind, also wir als Menschheit in der Lage sind, so ein Gefährt tatsächlich nachzubauen. Ich persönlich glaube übrigens nicht, dass der Urheber dieser Objekte irgendeine mit den USA konkurrierende irdische Macht ist. Dazu ist der technische Abstand, den wir da erleben, einfach viel zu groß. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass die ersten modernen dokumentierten Sichtungsberichte aus den 1940er Jahren stammen. Die notwendigen theoretischen Kenntnisse und auch fertigungstechnischen Voraussetzungen und Ressourcen, die sind heute einfach noch nicht gegeben und waren es in der Vergangenheit erst recht nicht. Ein Gravitationsantrieb und dann ein UFO zu bauen, das wäre ganz gewiss ein Menschheitsprojekt, aus dem Forscher und Techniker aus aller Herren Ländern beteiligt sein müssten. Und wenn uns das gelingt, dann können wir tatsächlich aufbrechen in ein sechsdimensionales, farbiges Universum.